sich gerade irrsinnig gut. Freue mich aber, dass auch er wieder hier beim Steiermark-Frühling ist. Hans Knaus, steirische Skilegende und TV-Kommentator, unterhält sich gerade blendend, wird jetzt aber gleich raufkommen. Und Franz Berhab von der Wirtschaftskammer Steiermark darf ich auch zu mir auf die Bühne bitten. So, das Fastel dürfte annähernd so schwer sein wie unsere Geburtstagstorte. Wie viel wiegt es ungefähr? 60 Kilo. Ah, 60, ja, ein bisschen mehr. Sehr gut. Wird alles vorbereitet. So. Und da kommen Sie schon, die Herrschaften, die jetzt gleich dafür zuständig sind, dass es hier 4 Tage lang was zu trinken gibt. Und zwar nicht irgendwas, sondern ein richtig gutes Gösser. Hallo. Herr Bitteröcker, Herr Knaus, Herr Berhab, willkommen. Alle Jahre wieder. Hallo. 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 Grüß Gott. Alle Jahre wieder. Beim großen Steiermark-Frühling in Wien, das lassen Sie sich nicht entgehen, da kommen Sie mit einem Fass und mit mehreren wahrscheinlich hierher und ja, kommen auch zum Bieranstich, denn das ist immer wieder eine besondere Zeremonie. Was macht denn sozusagen das Gösser eigentlich so besonders? Ich meine nicht nur, dass es in der Steiermark gebraut wird, aber was hat es eben, was andere nicht haben? Ja, herzlich willkommen auch, alle Jahre wieder, stimmt, wir sind beim 20. Steiermark-Frühling auch zum 20. Mal dabei. Das ist eine Besonderheit von Gösser, was uns ganz besonders freut. Und wir haben heute schon sehr viel über Wein, über gutes Wasser aus der Steiermark gehört. Und wir sprechen von Gösser, vom besten Bier Österreichs. Ja, es ist nicht nur eine ganz starke Marke und sehr beliebt, auch bei den Wienern. Gösser ist das meistgetrunkenste Bier in Wien, was uns natürlich ganz besonders freut. Ja, Gösser aus Gößbele oben ist Kult und ja, freut uns ganz besonders, dass wir auch heuer wieder dabei sind. Ja, uns erst. Wir sind auch ganz, ganz froh darüber. Hans Knaus, ich habe schon gesagt, Gösser-Testimonial und somit aber auch jedes Jahr hier beim Steiermark Frühling. Sehr, sehr oft, wir treffen uns da immer wieder, das ist super. Wann war denn dein erstes Mal und wo? Also jetzt vom Steiermark-Frühling. Jetzt war ich gleich rot angelacht, das erste Mal. Erste Mal Steiermark-Frühling war vor circa 15 Jahren. Ich kann mich noch erinnern, das war damals drüben im Prater. Okay. Und ich glaube, es war 99, da 17 Jahre her, da herum. Ich glaube, aber so jedes zweite Jahr komme ich mal daher und es ist immer wieder eine Freude zu sehen, was da los ist, was da abgeht. Und mich freut es, dass sich Steiermark da in Wien präsentieren darf, weil eins weiß ich, die Wiener und die Steirer, die vertragen sich. Gell, das gehört einfach ja, zusammen. Das gehört zusammen. Beim Feiern sind wir die Besten, da sind wir unschlagbar. Mhm. Und mich freut es, wenn das gemeinsam mit Gösserbier passiert. Und es ist für mich echt eine Tradition geworden, auch in dieser Tracht da in Wien aufzutreten. Und es ist immer wieder interessant, wenn man nachher dann irgendwo durch Wien spaziert, wie die Leute anschauen. Gell? Ja. In der Tracht. Das ist aber auch fesch, vor allem dieses Oberteil. Also das sieht man so. Also ja, danke schön. Ja? Ja. Also aus verschiedenen Stoffsorten zusammen. Ja, ja. Also Patchwork. Die Grundlage ist natürlich Loden, da unten Leder, wenn es mir mal irgendwo aufschmeißt. Also tipptopp. Tipptopp, das muss man sagen. Super, dass du da bist. Herr Berhab, ja. Auch seitens der Wirtschaftskammer Steiermark lässt man sich diesen Termin nie entgehen. Warum eigentlich? Sie sind liebgewordener, sozusagen Partner geworden, Gott sei Dank, dieses Steiermark-Auftrittes. Und für Sie auch schon eine liebgewordene Tradition? Ja, selbstverständlich. Die Steirische Wirtschaftskammer ist, glaube ich, von Beginn an dabei, als Mitunterstützer dieses einmaligen Events, das natürlich für den steirischen Tourismus so etwas wie ein kleiner Jackpot ist. Denn ich glaube, die Wiener sind nicht nur unsere intensivsten Gäste in der Steiermark, sondern auch darüber hinaus haben wir einen internationalen Auftritt auch hier. Und ich denke, wir können die Vorzüge der Steiermark hier für unsere 10.000 Betriebe und für unser touristisches Angebot blendend präsentieren. Dass das gelingt, das sieht man dann an den zahlreichen, wie gesagt, Gästen, die immer wieder zu uns in die Grüne Mark kommen, an den vielen, vielen Stammgästen. So, aber jetzt freuen sich natürlich alle schon sehr darauf. Herr Minister, Sie legen auch Hand an, ja? Sie können das. Ich muss angeblich das Dings halten, ja? Den Zapfen. Und der Knaus haut noch auf. Na, servus, da trauen Sie sich aber eh was, ja? Ja, mir ist lieber der Knaus, weil vorher hat die Frau Staatssekretärin Stessel gehauen und die hat mir auf den Finger gehauen. Eben, das war schwer verletzt. Gut, also,
Es schaut gefährlich aus. Irgendwie hat man das Gefühl, Hans, du freust dich schon wieder mal da drauf. Ja, das Wichtigste ist immer, ihr Sportler, ich schlag, weil die Politiker haben eh einen Chauffeur, falls ich mal daneben hau. Ja, genau. Aber pass bitte trotzdem auf. Gell? So, ich entferne mich jedenfalls, nehme einen Respekt an, Abstand ein und überlasse den Herrn das Handwerk. So. Es ist vollbracht, es ist gelungen. Ja, also noch einmal. Okay. Herr Minister, toll den Hahn gehalten, muss man sagen. Und jetzt auch noch diesen Krug zum Wohle, kann man da nur sagen. Ganz perfekt. Ja, meine Damen und Herren. Und damit ist dieser 20. Steiermark-Frühling auch offiziell, wenn man so möchte, eröffnet. Das Fest kann beginnen und ab jetzt heißt es einfach nur fröhlich sein, genießen, ja, von Stand zu Stand marschieren und gemeinsam mit den steirischen Regionen zu feiern. Wir werden hier jetzt noch Fotos sozusagen vom Bieranstich machen und Ihnen darf ich jetzt die anfangs angekündigte Überraschung ans Herz legen. 10 Minuten brauchen wir. Wir bauen die Bühne um für Herrschaften, die man eigentlich so nicht mehr in der Öffentlichkeit sieht. Für unser großes Überraschungsgeburtstagsgeschenk. Also bauen wir jetzt die Bühne 10 Minuten um. In der Zwischenzeit unterhält sie noch der Musikverein Heimatklang. In 10 Minuten hier bei der Bühne die große Überraschung. Tja, und es ist schon fast 4-5 Jahre her, da haben Sie sich zurückgezogen, da sind Sie in den sogenannten Ruhestand getreten. Grüß euch! Grüß euch! Jawohl! Schönen Mittag, liebe Freunde aus Wien, aus ganz Österreich, wo die Gäste auch alte herkommen. Wir erinnern uns ja noch so gerne an diese Auftritte beim Steiermark-Frühling vor 20 Jahren, vor 15 Jahren und so weiter. Und dann im Jahr 2011 war es das letzte Mal, dass wir hier auf der Bühne gestanden sind, hier für den Steiermark-Frühling, also für die Steiermark zu werben. Und heute dürfen wir als Gratulanten kommen. Wir gratulieren natürlich allen Verantwortlichen hier ganz herzlich, dass dieser Steiermark-Frühling immer wieder durchgeführt werden kann und dass es möglich ist, hier in Wien das zu machen. Und wir haben die Aufgabe, ja, ein paar musikalische Grüße aus der Steiermark heute euch zu liefern. Und wir schauen gleich mal, wie es ausschaut. Wir sind ja eigentlich die große Bühne überhaupt nicht mehr gewohnt. Seit dem Höferjahr gibt es keine öffentlichen Auftritte mehr. Aber heute gibt es eben eine Ausnahme. 20 Jahre Steiermark-Frühling. Meine Damen und Herren, wir begrüßen euch ganz herzlich mit einer flotten Polka. Und das ist die Jubiläumspolka. Auf geht's!
Donis! Wie eh und je. Vier Jahre nicht mehr auf so einer Bühne gestanden. Fritz Willingshofer, wie fühlt man sich denn da, wenn man da wieder die Bretter, die Welt bedeuten, erobert? Ja, mei, also es ist irgendwie, das erinnert man sich einfach, das ist Geschichte für uns. Aber trotzdem freuen wir uns, dass die Leute uns noch kennen. Ja, dass man auch die Steuerkunde erkennt. Und wir sehen, wenn wir so ins Publikum schauen, auch sehr viele bekannte Gesichter. Aha. Das ist ganz nett. Das Sie haben so sich ja auch gar nicht verändert, oder, die Storne? Schauen doch gleich aus wie immer. Ja. Und Sie spielen auch immer gleich und singen dann auch noch immer gleich. Ich glaube, wir hören ja vielleicht schon noch ein Stückchen von euch. Ja, ihr seid extra gekommen zu diesem 20-Jahr-Jubiläum und habt eine Ausnahme gemacht. Warum? Warum? Weil wir eben... Weil man, weil es einfach so ist, uns liegt schon sehr, sehr viel am Herzen, dass wir für die Steiermark Werbung machen. Das haben wir 43 Jahre auf der Bühne gemacht und heute ist es halt eine Ausnahme, weil 20 Jahre, so ein Jubiläum, feiert man ja nicht alle Tag. Ja. Und jetzt haben wir gesagt, außer von der warmen Stube, von der Steiermark, außer nach Wern und wir möchten einfach gratulieren. Herr Landeshauptmann, auch herzlich willkommen, wir freuen uns. Herr Landeshauptmann. Ich möchte. Aber jetzt haben wir es. Ich möchte schon zum dritten Mal. Geht's noch immer nicht? Ich möchte mich herzlich bedanken bei den Stornis. Die haben nie vergessen, woher sie kommen, bei all ihrem Erfolg. Und es ist schön, dass sie zum 20-Jahr-Jubiläum die Steirischen Frühlings in Wien hier sind. Danke euch, ganz tolle Burschen immer gewesen. Viel Gesundheit und erfolgreich. Und wisst, was ich mir jetzt wünsche, weil da singe ich zum Teil mit. Steirer. Mit Steirerland. Okay. Aha. Der Herr Landeshauptmann hat einen Wunsch geäußert und so wie ihr die Stornis kennt, werden Sie auch auf den sehr flexibel reagieren. Ja? Aber ja. Wir schauen mal. Wir hören noch ein zweites Stück von euch. Ja, aber wir können das, machen wir das. Ja, machen wir das. Ja. Gut. Dann vergessen dann wir das mit der Blasmusik. Ja, passt. Okay. Okay. Ja, gut. Also. Spontan machen wir jetzt ganz was Spezielles, meine Damen und Herren. Der Landeshauptmann und der frühe Landeshauptmann Herr Wobis haben ja gemeinsam mit uns diesen Marsch immer gesungen. Und heute hätten wir es ja auch mit der Blasmusik, hätten wir auch die Möglichkeit gehabt. Ja, Sie kommen. Ja, wollen wir das schnell mit der Blasmusik machen, ist es auch schön. Super. Immer wieder ein bisschen Spontanität, das ist ganz wichtig. Und ein Sonderwunsch ist es vom Herrn Landeshauptmann, dass wir diesen Marsch immer wieder präsentieren, weil es ja doch ein Lied ist, das für die Steiermark geschrieben ist. Im Jahr 2011, wie wir uns von der Bühne verabschiedet haben, haben wir einen Marsch komponiert. Und dieser Marsch, ja, wird sehr, sehr viel in der Steiermark aufgeführt von den steirischen Blasmusikkapellen. Und wir spielen sonst natürlich selber instrumental, aber heute haben wir ja Blasmusik da. Der Musikverein Heimatklang aus Buch in der Apfelstraße, ja, die haben ja diesen Marsch auch im Programm und wir freuen uns ganz besonders. Wir werden dann singen dazu und ihr spielt den Marsch, das ist herrlich. Und der Herr Landeshauptmann und wir drei Storkogler werden dazu beim Trio dann den Text singen. Also. Schauen wir mal. So, das ist ganz was Besonderes, also jetzt, was Sie da gleich hier erwarten wird, ganz spontan, ja, auch das gehört dazu, zu einem Geburtstagsfest, zu einem 20-Jahr-Jubiläum. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer im Quartett sozusagen mit den Stornis, unterstützt vom Musikverein Heimatklang, ein besonderes Hörerlebnis, Weltpremiere. Freuen Sie sich. Gut. Vielleicht klatschen
wir alle mit. Super! Jawohl. Schönes Land, die grüne Mark, sie macht uns stolz, sie macht uns stark. Das grüne Herz hab ich so gern, auch jeder möchte ein Steirer werden. Erzherzog Johann, das auch schon sah, als Prinz war er dem Volk so nah. So war's schon damals, so ist's noch heut. Man mag das Landl und die Leid. Mein Steirhaut, die hab ich gern. An guten Wein und Kürbis gern. Ich spür bei dir, was keiner schafft. Mein Steirer Land, du gibst mir Kraft. Zwischen der Inns, der Mürz und Mur, kommt Agimusin noch dazu. Die feschen Madeln, die Buben mit Kern, sie johlen und sie singen gern. Wir sind so stolz auf unser Land, das sieht man auch am Trachtengewand. So war's schon damals, so ist's noch heut. Man mag das Land und die Leid. Ole! Mein Steirhaut, die hab ich gern. An guten Wein und Kürbis gern. Ich spür bei dir, was keiner schafft. Mein Steirer Land, du gibst mir Kraft. Danke, danke. Dankeschön. Textsicher wie immer, gell? Danke, Herr Landeshauptmann, das war herrlich. Dankeschön vielmals. Und so wünschen wir auch dem Herrn Landeshauptmann mit seinem ganzen Team alles Gute, hier einen schönen Aufenthalt in Wien und werden wir sicher noch ein Glaserl trinken. Aber auch dem Musikverein Heimatklang aus Buch, dass sie spontan zu uns auf die Bühne gekommen sind. Herzlich Dankeschön, auch noch einen Riesenapplaus. Das ist super. Dankeschön, liebe charmante Moderatorin, die Sigrid Maurer. Vom ORF bestens bekannt, schickt sie einen Riesenapplaus. Sie macht das den ganzen Tag ganz super. Danke, Sigrid. Und wir grüßen danke. Alle Freunde aus nah und fern. Wir haben so viele Leute da aus der Steiermark, aber auch aus Wien, Niederösterreich, Burgenland und so weiter. Und wir kommen ja aus dem Almenland, ja, Sommeralm, Deichalmgebiet. Das ist ja auch eine herrliche Gegend. Und wir sind immer wieder im Stornihaus. Da sind wir immer wieder, wenn Busse kommen. Da wird ein bisschen angespült. Aber Leute, wir wünschen euch hier eine schöne Zeit. Ja, unser lieber, der Charlie Demmel. Wir waren in Los Angeles. Er war unser Reiseleiter beim Schwarzenegger drüben. Der ist auch in unserer Mitte. Auch ein Applaus, das gehört jawohl. Dazu. Ein ganz berühmter Steirer. Charlie, danke vielmals, was du für uns gemacht hast, immer wieder. Und da passt nichts besser drauf. Und mit dem Liedl wollen wir Danke sagen für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns vielleicht in der Steiermark wieder.
Wir singen für euch oder mit euch. Steirermen sind very good. Es gibt den Zellernsiller. Der Steirer sieht, die was auf den Zippen. Oh, Steirer, Menschen, very good, very, very good for Hollywood. Aber nutz ein Steirer Schmäh, gehen aus drüben in den USA. Steirer, Menschen, very good, very, very good for Hollywood. Irgendwo schau die Olle an, da wächst der Steirer Mann. Wo sind die Jauchzer? Sind da noch die Wiener, die glauben Signorina, die steht auf Werner Schmäh, da sag ich gleich, oh je. Die Steirer Qualitäten, die sind des Kontinenten, ja rundherum längst anerkannt, sogar im Burgenland. Jo, Steirer Menschen, very good, very, very good for Hollywood. Adolf und sein Steirer Schmäh, kein Stream in den USA, Steirer Menschen, very good. Wir singen alle Steirer Menschen, very good, very, very good for Hollywood. Arnold Hudson, Steirer Schmäh, kein Stream in USA. Steirer Menschen, very good, very, very good for Hollywood. Wir und das schau ich alle an, da wächst der Steirer Mann. Hey! Wie in der guten alten Zeit, Steirer Menschen, very good, ich tue alles an very good. Oh, vielen, vielen Dank. Wenn wir ordentlich applaudieren, vielleicht geht noch eines. Gibt's noch eine Zugabe? Schau, und sie kommen wirklich noch einmal. Ist ja wurscht, wir haben Zeit, gell? Habt's noch eins mitgebracht? So, noch schnell ein Foto, das ist klar. Wer die Chance hat, sich mit den Herren Stornis fotografieren lassen zu können, der nützt die natürlich. Denn man hat ja so oft die Gelegenheit nicht mehr aus, man kommt in die Steiermark. Und das ist auch schon eine Aufforderung an Sie, liebe Gäste. So. Du, ihr kennt aber wirklich alle Texte noch gut, gell? Ja? Habt ihr uns mit? Könnt ihr euch noch erinnern? Ja, liebe Freunde, wir sagen Dankeschön. Für einen super Applaus, das hätte man gar nicht erwartet. Und wenn man jetzt denkt, das gefällt euch nicht mehr. Ja, aber es ist ja ein Wahnsinn. Und meine Damen und Herren, dieser Mann, der mit uns das Foto gemacht hat, er ist ja eigentlich sehr, sehr viel verantwortlich, dass wir heute überhaupt da sind. Er hat uns angerufen vor einiger Zeit. Bitte, 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 ihr gehört einfach zum Steiermark-Frühling, zum 20-Jahr-Jubiläum. Bitte kommt nach Wien. Wir hätten gern euch so gern dabei. Franz Digruber vom Steiermark-Tourismus. Einen herzlichen Gruß und einen Applaus für Franz. Danke. Und jetzt, liebe Freunde, jetzt sehen wir ein Liedl. Wir sind heute schon angesprochen worden, wie wir so durchgegangen sind. Haben sie gesagt, ja, die Stornis sind da. Spitzer ist das Lied auch für die Verwandten. Ja, mein Gott, wenn wir im Stornihaus spielen, ist es immer wieder so, dass wenn die Leute kommen, das Erste ist, Spitzer das Lied für die Verwandten auch. Ja. Natürlich machen wir es heute auch, weil wenn die Verwandten kommen, ist es immer wieder schön. Und das ist herrlich und wir freuen uns auf ein Wiedersehen eben in der Steiermark. Irgendwo gibt es sicher was. Wir wünschen euch Gesundheit und Freude im Leben. Und jetzt noch als Zugabe, die Verwandten kommen. Weil man nicht nur rackert, weil man auch rosten mag, gibt's Ostern und Pfingsten und Weihnachtsfeier.
ihr sollt, der Brauch ist, so kämmern da seit Jahren die lieben Verwandten mit Kind und Krieg und Fahren. Die Onkel, die Tanten, die Gaul und der Gei stehen da nach dem Essen, wir's Amen im Gebet. Sie ziehen aus den Taschen ein Tafel Schokolade und sagen, schei, dass wir halt gosen, bei der Horm ist sie recht fahr. Schei, dass wir halt gosen, bei der Horm ist sie recht fahr. Jo, wir geht's euch, wir ziehen uns gar nicht um. Nur grüß Gott, Sohn, ein Schlaf los war euch da. Wer das glaubt, der hat sich ja ganz gewaltig geirrt. Sie sitzen noch bumpfes, bis draußen Fenster wird. Sie reden übers Wieder, wie es um die Nachbarn steht. Wer heirat, ein Kind kriegt und wer auf Zeiten geht. Und jetzt wohl, wenn's wieder durch den Kakao anziehen, schauen Sassi in die Kuchel, ob sie ein Jausen kriegen. Ein Aufschnitt, ein Bratel, ein Wein, ein Kistenbier. Sie fressen, wird heuer und jammern ins Navier, dass sie schon weit's dick sind und müssen längst gehen und warten geduldig auf Torten und Kaffee. Auf Nacht ist dann Ende vom Tag der offenen Tür. Heraus steht Verwandtschaft und Trainerhaufen Schier. Sie sagen noch geschwind, wir denken so glücklich und so froh. Bis heute in der Woche, da sind wir wieder da. Bis heute in der Woche, da sind wir wieder da. Vielen Dank, die Stornis. Dankeschön, habt uns eine ganz, ganz große Freude zum Geburtstag gemacht, zum 20-Jahr-Jubiläum. Danke fürs Willinghof. Danke und alles Gute und dir noch viel Spaß bei der Freude. Und jetzt sind Sie bei uns, der Andreas, der Manfred, der Geri an der Gitarre. Auch den begrüßen wir ganz, ganz herzlich mit den Edelseeren zum ersten Mal hier bei uns beim Steiermarkfest. Und natürlich der Fritz Christofferitsch. Und jetzt wünsche ich euch wirklich viel, viel Spaß in der nächsten Stunde mit den Edelseeren. Liebe Damen und Herren, wir freuen uns unglaublich, wenn die Steirer 20 Jahre da feiern in der Bundeshauptstadt Bayern. Uns eine Ehre, dass wir heute auf der Bühne stehen dürfen. Oft erzählt das Musizieren für ihn bestimmt zum allerschönsten See. Bei uns daheim gab's Hausmusik. Von da an war mir klar, ich mach, wenn ich erwachsen bin, den Traum der Träume war. Auf geht's, Wien! Ein Musiker, da in Tracht und Traum, das wollt ich immer werden, da gibt's nix so mehr. Ein Musiker, Schule, dann hab ich sofort kapiert, dass man mit Musik jedes Herz auf Anhieb geil berührt. Es war, gibt's ganz ehrlich zu, genau das, was ich will, euch allen Spaß und Freude zu geben, wie ihr dann die gespielt. Ab und wieder alle! Ein Musiker in Tracht und Wann, das wollt ich immer werden, da gibt's nichts zu mehr. Hey!
meine Damen und Herren, jetzt hören wir doch bitte, gehen wir doch mal die Hände da hoch. Platsch, was singen wir gemeinsam? La, 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 la. Wieder heim, ha? Die Steirer kommen immer wieder gern auf diesen unglaublich schönen Platz vom Rathaus. Heute war es für unsere Ehre. Wir haben den Herrn Bundespräsidenten am Vormittag getroffen bei der Eröffnung. Sind wir schon stolz, was wir da in unserem Land immer wieder so an Schönheiten präsentieren. Quer durchs Landl gibt es einen guten Weih. Und einer, der hat zugeschlagen, einer der langjährigen Freunde aus Wien. Jeder kennt ihn, Stadlau. Kennst du Stadlau? So ein Leihwand dort. Stadlau! Da gibt es also einen Vorstadtbeisel, der heißt Zenit Spuidl. Ein Welthaderer, sagen wir Steirer. Und der Buidl hat uns da vorne stehen mit seiner Familie. Danke Buidl fürs Trinken. Er hat natürlich heute einen steirischen Wein genommen, weil das ist der bessere. Auf die Gesundheit, aufs gute neue Jahr. Und jetzt alle, was zum Trinken haben, einmal die Gläser in die Hand. Und jetzt losen wir zu, wie es alles singt, okay? Achtung, alle. Ein Profi, ein Profi. Und jetzt ein bisschen lauter, bitte. Ein Profi, ein Profi, der gemütlich. Sehr zum Wohl. Prost, 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 Prost. Die Wiener und die Steirer, das hat heute schon der Herr Neuhold gesagt, vor vielen Jahrzehnten waren die Wiener diejenigen, die unser Bundesland, die Steiermark, nach oben gebracht haben. Die Sommerfrischler waren es damals. Und ich kann mich erinnern, aus Buhr, Miersenbach, Vorau, Birkfeld, Straleck, Anger und wie das alles heißt, wo wir herkommen. Schöne Gegend, da sind so viele Freunde aus Wien gekommen. Stumbergsee kennt ihr es alle gut, Apfelstraßen. Eieiei, Schei haben wir schon daheim. He? Aber es gibt ein Wiener Lied, das war eines der ersten Erfolge unserer Karriere. Und jetzt hätten wir einen Wunsch. Wir singen vor, aber ich schrei. Also in den 20 Jahren habt ihr jetzt gut steirisch gelernt, das sag ich euch. Bist du deppert, das taugt mir. Probieren wir es mal ein bisschen mit mehr Freude, okay? Eins, zwei, drei, aber ich schrei, hü, aber ich schrei, oh! Ich schrei, hü, aber ich schrei, oh! Gut, jetzt muss ich noch fragen, wer kommt aus Wien von den Gästen? Die Echten. Wer kommt nicht aus Wien? Oh! Alle, was jetzt so ein so, und so gemacht haben, alle singen mit. Wien und nicht Wien und alle, die was nicht singen können, auch. Ich kann auch nicht, okay? Mit Freude und laut und dass es wieder schein bleibt. Eins, zwei, drei, aber ich schei, hü, aber ich schei. Ich schei, hü, aber ich schei. Und jetzt gehen wir die Hände nach oben und jeder, was klatscht, kriegt den Eintritt zurück, okay? Auf mit die Hände, Freunde! Wir reiten! In der Früh, von der Haut, der Grad, drückt die Köpfe in die Hände. Jo, ich bin so in der Früh, von der Rad, die Beisch in die Hand und schreit hüt. Jo, ich bin so in der Früh, von der Rad, die Beisch in die Hand und schreit hüt. Aber ich schreit hüt, aber ich schreit hoch, ich schreit hüt. Bei mir wird geraden, drum bin ich auf ihr, Josef Stolz. Josef
Die Frage, die ich immer gern stelle, ist, wer war schon einmal in der Steiermark vor Ihnen? Eine gute Einstellung, das sage ich euch einmal. Bei uns, wenn wir heute weggefahren sind in der Früh, 25 Grad, Sonnenschein und dann auf einmal, ich bin schon geschreckt, wie es da kalt ist bei Ihnen. Kommen Sie in die Steiermark, in der Sauna ist es wärmer wie da, das verspreche ich. Und man kennt es mir nicht auch, aber ich feiere heuer meinen 40. Geburtstag. Unverbraucht, he? 25 Jahre muss ich spielen, oft schaut es ja gut aus. Und ich freue mich ganz besonders, Sie wissen, die Freundschaft mit den Stanis. Und ich bin Fritz angerufen vor einigen Monaten und habe gesagt, an meinem Geburtstag, das ist der 9. September, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie auf die Bühne geraten und ein paar Stücke spielen. Sie haben sofort zugesagt, das Ligister-Trio kommt mit Ewald Münzer. Es kommen viele, viele Freunde, die Weitstars schauen vorbei und das Schöne, es ist Eintritt frei. Vielleicht darf ich Sie dorthin einladen, die uns heute auf die Bühne organisiert haben, nämlich unsere Freunde aus Bad Waltersdorf. Wir haben da vorne so einen Zettel mit dabei oder auch drüben da, wo die Therme sich präsentiert. Nehmst du es mit, da steht alles drinnen. Es kommen auch die Amigos, es kommt das Nockerl-Quintett, es kommt das Sasso Afsenik. Es gibt 3 Tage Fullgas Gaudi, eine gute Jausen in der Steiermark, ein wenig marschieren, ein wenig mit der Mami schwimmen gehen und auf die Nacht ein wenig Musi losen. Was willst du noch mehr? Wir sind ja vor 3 Jahren dorthin gegangen, wo Maria Zell eine wunderbare Basilika zu präsentieren hat. Und ich glaube, jeder kennt Maria Zell oder war schon einmal dort. Und der Tetschmann Kordl, die Maria Zöller sind nämlich zu Fuß am Montag weggegangen und die sind angekommen heute am Vormittag, sind bis da hergehatscht. Und ich habe ihnen versprochen, wir machen ein Liedl, was mittlerweile in der Steiermark viele Herzen schon berührt. Und ich hätte einen Wunsch. Zum Marschieren war es zweit. Aber hängen wir uns beim Nachbarn ein. Auch wenn er aber ein Gazwiderwurzen ist, heute ist das wurscht. Heute haben wir eine Gaudi und jetzt schunkeln wir. Sagt es immer. Oh, da sind sie. Da sind wir alle schon. So schaust du aus, wenn du 3 Tage marschierst. Dieser Mann hat vorgestern noch 140 Kilo gehabt. Also Wallfahrt ist gesund. Grüß euch. Hey, seid's die Maria Zöller, gell? Wie lang seid's genau gegangen, Kordl? Heuer sind wir weggegangen. Und Gott, jetzt sind wir da. Jetzt sind wir da. Jetzt hängt sein Eis ein. Warte, ich geh da oben als Kapellmeister. Leidl, jetzt machen wir den größten Maria Zeller Chor. Für unseren Kleiner von uns. Wir spielen heuer am 15. August oben auf der Bürgeralm. Gemeinsam mit dem letzten Konzert unserer Freunde, den Fidel Mölldalern. Vielleicht sehen wir uns einmal. Und so schauen sie aus. Freunde aus der Hochsteiermark, die heute zu Gast sind. Im Namen aller Steierer machen wir das. Einhängen, Leidl. Und jetzt geht's nach Maria Zöll. Auf geht's. Links, rechts. Hey. 1000 Schritte hinter mir. Das Ziel ist bald erreicht. Ich komm so gern zu dir, ist der Weg auch nicht ganz leicht. Über Wiesenfelder, durch den Wald, spür ich die Schöpfung Natur. Mache vor, wenn sie noch einmal halt und geh
diesen Anblick pur. Und jetzt brauchen wir alle. Herrliches Bergjuwel, schönes Mariazell. Jeder will dich mal sehen, der Weg führt uns zu dir. Herrliches Bergjuwel, schönes Mariazell. Hoffnung uns Geborgenheit, das alles gibst du mir. Bravo, Paul! Tausend Menschen waren da, Geiger Weg und Geiger Sieg. Dein Glanz, Basilika, lässt dich los, du gibst uns viel. Bald werd ich wieder heimwärts gehen, mit viel Kraft und Blick für mein Leben. Ihr kann mich gut verstehen, werden uns bald wiedersehen. Und wieder ohne. Herrliches Bergjuwel, schönes Mariazell. Jeder will dich mal sehen, der Weg führt uns zu dir. Herrliches Bergjuwel, schönes Mariazell. Hoffnung uns Geborgenheit, das alles gibt. Und jetzt sind wir ohne, liebe Gäste. La, 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 la. Alles gibst du mir, Hoffnung uns Geborgenheit, und dafür danken wir. Danke, 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 danke. Ich komme noch ein bisschen weiter unten. Aber, weißt du, ich bin 40 Jahre gearbeitet, aber nein, zahlt haben sie wie saufen. Die 40 Jahre größer. Und dann habe ich einen lieben Freund gehabt. Und da kniere ich heute von ihm, vom Fritz und von den Edelsherren. Und lieber Fritz, danke, danke, danke. Wir haben einen besonderen Anlass gewählt. Normalerweise, ihr lieben Werner, geht es immer bügert in die Steiermark nach Mariazell. Und sonst, wir haben heuer gesagt, wir tragen euch die Mutter Gottes nach Wien. Wenn es am Sonntag. Wir sind am Sonntag im Mariazell wehlgebietet. Der Pater Michael hat uns da wunderschön verabschiedet. Wir haben im Stift Lilienfeld wunderschöne wie in Raumberg. Und wir waren im Stift. Heiligenkreuz, danke an die Mönche, die uns heute in der Früh schon 5 Uhr aufgeweckt haben, weil wir sind eh gleich um 2 Uhr schlafen gegangen. Ja. Und wir sind wirklich gut in Wien angekommen. Was ja mich freut, Kordl. Ich kenne ja den Kordl schon so lange, da war die Riegersburg noch in Rohbau. So lange sind wir schon befreundet. Für das schaut er gut aus, he? Das ist ein Wahnsinn. Bugel dir auch einmal, du Mariazell-Hupfer, das gefällt mir. Du müsstest einmal nach Waltersdorf in die Bootwand, das sag ich dir. Ein Pressefoto für Waltersdorf, wo die Mariazell auch um sind. Eli Winterbold! Da redst du dafür nicht einmal was zum Trinken aus dabei. Der Kleine hat was, gell? Der Mariazeller Franzbrandwein. Wie heißt das genau? Das ist ein Magenlikör. Magenlikör. Sehr zum Wohl. Prost, Prost, Prost. Kordl, danke. Wir dürfen noch ein bisschen. Schade, dass du keine Frau bist, ich sag's dir. Da hätte ich die doppelte Freude. Aber jetzt gibt's ein schönes Lied. Für alle, die gekommen sind
und die mit den Edelsherren immer wieder feiern. So feiert man in der Steiermark und man hält zusammen charakterlich. Aber jetzt wollen wir musikalisch einen Titel präsentieren. Da schauen wir einmal, wer den Garten Eden noch kennt. Kennen Sie den? Super war das heute, wenn man so die Hände ein bisschen Richtung Sonne. Wo ist sie? Die Sonne ist normal oben. Genau. Die Hände nach oben geben. Und jetzt kommt dieser Rhythmus, wo wir alle einmal bitten mitzumachen. Achtung und. Und jetzt wird es scheinen. Achtung. Eins, zwei, drei. Aber dann im Garten Eden, wo jeder fährt mit jedem. Dann alles ist erlaubt. Du, da küsst sie dir das Kaiserstaub. Wer ist die Gäste? Ober dann im Garten. Super. Wo dann alles ist erlaubt. Du, da küsst sie dir das Kaiserstaub. Unsere Heimat, die Steiermark, nennt man auch das Paradies. Und jetzt klatschen wir auf unser Heimatland. Hey! Du hast mir gesagt, da geht nix, geht nix. Du hast dir schon anfreit. Ich hab mir gedacht, ich red nix. Aber wenn mein Herz jetzt weint. Ich weiß genau, ich krieg dich, krieg dich. Da ich verzweifle nicht. Auch wenn auf dem hier anrufen für mich. Ich habe nämlich was gemeinsam mit der Jazz-Gitti. Reden kann ich auch gut, aber der Rest, der hat er weg. Aber sie macht's gut, oder? Und wer tanzt mit ihr? Wo kommt der her? Aus der Steiermark. Na, wir Steirer sind nicht so schlecht. Unglaublich. Und das Schönste und das Wichtigste heuer ist, meine Frau hat mich zu Weihnachten überrascht. Am Heiligen Abend hat sie gesagt, es gibt eine Überraschung. Und dann habe ich so ein Foto bekommen, schwarz-weiß. Und dann wurde mir gesagt, ich werde nochmal Papa. Was mich besonders freut, und vielleicht haben Sie schon gehört, im Juli kommt der dritte Bub zur Welt. Und das finde ich super. Zurzeit alles im Lot. Ich habe nicht gewusst, dass das noch alles geht. Das ist ein Wahnsinn. Der Große ist schon 18 erst.
Und einen Titel machen wir, weil im Leben gibt es nur zwei Leute. Es gibt die Mutter und den Vater. Und wenn man den auch hat, und ich habe das Glück, beide noch zu besitzen, dann möchte ich aus Dankbarkeit an alle Eltern und an alle, die ihren Buben haben oder Weiberleute, diesen Titel singen. Der Vater möchte in Wien heute Grüß Gott haben. Viel Freude beim Zulassen. Auf geht's. Damenwahl. Die Frage ist nur wo, gell? Schön. Nur sei nicht sentimental. Wirst mag als oben, egal. Möcht trotzdem mal drüber reden. Was war bereitst in mein Leben? Das Allerwichtigste zählt. Abends das nicht so gern hört. Ich hab und das ist was zählt. Den besten Vater der Welt. Du hast mir immer das Gefühl. Ich bin und bleib für dich okay. Was ich als anderer wohl so in mein Leben. Das Gefühl, das hat mir so viel gegeben. Vater, 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 ich hab dein Blut in meinen Adern. Hab deine Züge in mein Gesicht, was ja auch jeder sieht.